Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mein Ölfass. Damit werde ich hier ein kleines Feuerchen machen. Ich schneide meine Waben aus, die kommen da rein, schmilzen. Dann wird der Dresdner rausgenommen, das Wachs mit dem Wasser geschmolzen, dann bleibt hier drin. Erkaltet, wird zum Block und dann kommt er raus, wird abgekratzt, sauber gemacht, wieder eingeschmolzen und so on und so on. Und ich habe hier mein rotes Messer. Das Gute an dem Messer ist, es ist super flexibel und damit kann man halt richtig gut die Waben aus den Riemchen schneiden. Und das mache ich jetzt. Das ist eine Drohnenwabe, deswegen ist der nicht gekratet. Dass man den besser ausschneiden kann, man merkt es halt jetzt auch noch. Ist halt gut, mit dem Messer geht das gut, super. Und ich habe ja die geraden Drähte, da kann man einfach da so runtergehen, zack, zack, zack. Und das ist halt super. Und wenn ich das so mache, vor allem bei kaltem Wetter, das Wachs ist so spröde, das springt richtig runter. Genau, und jetzt will ich mal euch zeige, das sind die alten Rähmchen und die modifizierten. Also ich finde den großen, dicken Oberträger echt gut. Der ist einfach stabiler auch, ne? Aber Problem ist die Nut. Also ganz ehrlich, diese Nut ist eine Katastrophe. Ich hätte gerne so, ohne Nut. Dann kann man einfach zack runtergehen. Und dann ist das Wachs weg und das Rähmchen fertig. Hier habe ich so ein extra Werkzeug, das setze ich an, das hat hier so eine Nase und dann kann man es rausziehen. Ne? Aber es ist trotzdem so schwer, hier entlang dieser Nut entlang zu fahren. Unten wie oben. Also ganz ehrlich, unnötig. Einfach unnötig. Vor allem geht da gern die Wachsmotte rein und dann hast du den Salat, dann hast du die Wachsmotte da drin. Einfach unnötig, einfach gerade lassen. Bisschen kürzer und die Mittelwand, entweder schneide ich die Mittelwand bisschen kleiner, die Standardmittelwand, oder ich lasse einfach mein Wachs umarbeiten mit diesen 1 cm weniger, dass es da reinpasst. Ja, da muss man nicht noch eine Nut reinschneiden. Für mich total unpraktisch. Entweder wechsle ich wieder auf die normalen oder ich kriege irgendwo Rähmchen her, wo die Nut nicht drin ist. Die modifizierten ohne Nut. Das ist für mich das Beste. Thank you.
weiß nicht, wo ich dieses Rähmchen her habe, aber das gefällt mir am besten so. Da, wo dieser Draht hier an der Seite festgemacht worden ist und der letzte Draht hier, nicht hier einfach den kurzen Weg genommen hat, sondern runtergezogen wird, wo es wieder sich verjüngt. Und der Nagel ist so ein bisschen schief drin. Da kann man dann mit der Zange rangehen, hier aufmachen, nachziehen. Also ich finde dieses Rähmchen, und das ist auch aus Buche, glaube ich, ein Buchenrähmchen, also das ist wirklich stabil. Und das, wenn das jetzt noch modifiziert ist, dicker Oberträger ohne Nut, das wäre das perfekte Rähmchen. Also ich bin da bereit, für so ein Rähmchen 1,50 zu zahlen. Hier sind gute Rähmchen. Diese alten Schinken, brutal. Die sind echt brutal. Ja. Was kann man machen? Einfach früher rausholen. Aus dem Bienenvolk. Die muss man nicht drin haben, so schwarze Scheißdinger. Ein schärferes Messer wäre auch nicht schlecht. Also das ist jetzt mehrere Jahre alt, deswegen ist es nicht mehr so scharf. Aber schärfen kann man es ja. Müsste ich mal machen. Schauen wir mal, wie mein Schleifstein ist. Scheiße. Zu scharf geworden.
Wachsmann. Was macht man, wenn man ein super uninteressantes Video macht und die Leute sollen es anschauen? Wegen Klicks und Wiedergabezeit. Na, man macht ein scheiß Video und dann sagt man, fragt man zum Beispiel Gewinnspiel, wie oft habe ich das Messer in die Tonne fallen lassen? Und dass die Leute sich das ganze Video ohne Zippen durchschauen, anschauen, macht man halt ein Gewinnspiel. Das mache ich jetzt. Sagt mir mal in die Kommentare unten, ne, wegen dem Algorithmus und wegen Video promoten, wie oft habe ich das Messer in die Tonne fallen lassen.
Thank you.
Manol, das beste Öl, kauf es auch. Spaß. Aber heutzutage läuft es so. Man macht ein Video für die Imkerei, aber verkauft noch dabei Motoröl. Man macht ein Fitnessvideo und verkauft noch BHs und Schminke. Und was für eine Zeit wir leben. Ah, die Kronenrähmchen sind mir die liebsten, du. Thank you.
Thank you.
wer noch zuschaut. Dieses Rähmchen ist 10 Jahre alt. Das ist noch mit dem Drahtspanner gespannt hier. Muss ich leicht schmunzeln. Ja, gewellter Draht. Habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Das ist ein ganz altes Rähmchen. Ich weiß gar nicht, warum das noch mit Waben war. Die habe ich eigentlich aussortiert. Wahrscheinlich war das ein gutes Rähmchen. Stabil und ich konnte mich nicht davon trennen und ich kann mich nicht erinnern. Naja. Weiter benutzen, wegschmeißen ist nicht. Das. Kann ich doch nicht machen. Gute Sachen wegschmeißen.
Thank you.
So, lang jetzt. Mal. 1, 2, 3, 4. 4 Zagen gemacht, das langt jetzt. Akku ist auch gleich voll. Leer. Und eine Stunde haben wir auch jetzt gleich voll. Also, Tonne ist auch gleich voll. Alle sind voll. Heute Abend bin ich auch voll. Bis dahin, eine Stunde. Ciao.